Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Elises Geschichte Nummer 4 erledigt. Und wir machen jetzt weiter mit den nächsten Charakter-Stories. Aber vorher gebe ich ein paar Missionen ab, weil ich glaube, ich habe ausgehend einige erledigt. Und zwar, habe ich hier diese Ärger in der Tartarien-Kluft, habe ich natürlich wieder gemacht. Wie immer, und dann habe ich hier diese paar Typen gefunden. Gemacht mal alles ab. Hat man Knarren? Was? Kochgeschirr? Okay, mobile Rüstung. Also auch nicht schlecht. So, dann nehmen wir mal wieder das hier mit, weil wer weiß, wann wir das finden, das Viech. So, ich muss immer noch das hier finden. Schon wieder Ärger bei der Italien-Kluft, was? So, gehen wir, nehmen wir das mal an und das hier. Und lassen wir das. Okay, Geld. Kann ich wieder ein bisschen spenden. Greetings, Subjects. I am Novius, King of Lent. Okay, jawohl. Ich habe wieder was bekommen. Sehr schön. Und Umschutz. Okay, gut. Mal direkt zwei Dinger bekommen. So, aber erst mal gucken wir uns die ganzen Sachen an. Kochgeschirr. Ja, eine Erfahrung, was? Für nur Ludger oder für die anderen auch? Was ist das denn? Essstäbchen und Frischfrikadellen, was? Ja. Sehr merkwürdig. Bewegliche Rüstung und Komplettschutz. Das können wir vielleicht gebrauchen. Bewegliche Rüstung. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Schwer? Ein bisschen kostspielig, meine ich natürlich. Hier. Oh, machen wir das. Perfekt. So, dann auf zur nächsten Charaktermission, und zwar nach, weiß ich nicht, Hammel. Oh, so viele sind gar nicht mehr übrig und ich kann die alle schon abgeben, jawohl. Na gut, Hammel. Wer wartet auf uns? Dein, okay. Wahrscheinlich Mida oder, nee, Mida hatten wir schon. Shoot hatten wir auch. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ungefähr so 2 Wochen, seit ich aufgenommen habe. Irgendwie in der letzten Woche voll viel aufgenommen. Deswegen, also vor 2 Wochen habe ich viel aufgenommen. Konnte eine Weile lang verteilen und das ist Milas Geschichte, okay. Stimmt, die eine war ja Jutes Geschichte. Okay, dann nehmen wir Milas Geschichte. Nummer 4 oder 5, 6, was? Unerschütterlicher Wille. Ey, das kennen wir doch aus dem ersten Teil. Shy little porridge singing in a tree. Self picked a porridge, icky like feet. No picked a porridge. Das war für die Stimme. Sweet. They cut it in half to each other treat. What a sweet little song. Das war, klang verdammt gruselig. The more you sing it, the sweeter the fruit. Shy little porridge singing in a tree. Der klang noch halbwegs normal. I guess that's true. Reminds me of how Victor sang when he passed away. I wonder what song that was. Der Ludger eigentlich wissen, ne? Es heißt Hymne der Bezeugung. Julius hat es immer als Wiegenlied vorgesungen. Dieses Lied wurde in meiner Familie überliefert. Es ist die Hymne der Bezeugung. Ja. That must have been nice. Seemed to mean something to Victor as well. Ja, Victor war ja Ludger. Ich hör gar nichts. Yes, that sounds about right. Ich hör gar nichts. Catchy song. Ich hab's voll lauter gemacht jetzt, aber. There's something about it. It's almost nostalgic. Yeah. Department of Dimensional Affairs here. We've detected a new fractured dimension. Yay. However, we haven't been able to pinpoint where it leads. The coordinates are highly unstable as well, so please be careful. That sounded serious. What's going on? Na, was wohl? Deswegen sollte die mich denn sonst anrufen. They have no idea where this fractured dimension will take us. That's odd. They've never had this problem with the coordinates before. Maybe it's just a glitch in the system.
Or perhaps the location doesn't exist in this world. Do you intend to take the assignment, Luger? What? And we're here to help, as always. This mission's a real wild card. You better be ready for anything. Okay. Voll der überstarke Megaboss. Wahrscheinlich. So, wen nehmen wir denn mal mit? Wer braucht denn hier noch ein paar Beziehungen? aber wieder müssen wir ein paar Level-Ups bekommen. Elise hat schon mehr als genug. Muse auch. Wie wär's mit Elvin? Oder Roan? Man kann auch ein bisschen heilen, ne? Mit dieser Heilungsattitüde. Okay, Jude kann heilen, also ja. Ich bin für den Schaden verantwortlich. Was stand da? Also. Ach ja, meine Katze ist noch zurückgekehrt, habe ich ganz vergessen. Ja, weg damit. Alles klar, dann. Auf so Splitterdimensionen. F4, 2D, 2-3D. Boah, 2-3-3, boah. Okay, mal gucken, wo wir landen. Oh. Okay. Boah, die Musik kenne ich noch. Isn't this the temporal crossroads? They still exist here. Was weiß das? Ich habe so eine Vorahnung. Gegen wen wir kämpfen? Da war ein Skit, aber da war ein Gegner und ja. Roll. Ja. Au, au, au. Boah, ist gar nicht mal schlecht, dass ich Roan mitgenommen habe anscheinend. So, hoffentlich kann ich das Spiel noch. Ist so ein bisschen her jetzt wieder. Wie mache ich eigentlich schon vor? Ist auch verdammt lange her, seit ich irgendwie Offscreen was gemacht habe hier. Deswegen, wie stark seid ihr denn? 72, ja. Langsam bin ich mir sicher, die Gegner tun sich mein Level anpassen. Bis jetzt waren die Gegner immer verdammt oft auf mein Level. So, komm her. Der bringt irgendwie nicht. Dann auch nicht. Und ich glaube, ich muss mal kurz einen Schnitt machen. So, und weiter geht's. Und jetzt ist genau der gleiche Fehler, aber was passiert? Ja. Die Sache ist die, mein Akku ist ein bisschen im Eimer von meinem Laptop. Und wenn er mitten in der Aufnahme sich löst, dann ist die Aufnahme meistens immer totaler Mist. Deswegen hoffe ich jetzt, dass das nicht der Fall sein wird, weil sonst wäre es richtig mies. Das ist der das Kabel von meinem Laptop wieder draußen. Direkt nachdem ich die Aufnahme begonnen habe. Und ja. Ich mache jetzt nicht nochmal neu, also ja. Also entweder wird die Aufnahme was oder nicht. So, die Wahrheit über die Weltenkreuzung. I never imagined I'd come back here. It feels so strange. You too. Being here brings back all the thoughts and feelings I had when we were here a year ago. I guess you could say I've become quite a Ponientalist. Eine was? Jules, könntest du was für mich übersetzen? Ja. Well, I guess she's trying to say that it's evoked feelings of poignancy for her. Was that not intuitively clear? Perhaps my understanding of human word composition is flawed. I probably should have said that I was a melancholiker instead. No good. Well, I think the issue is more that Luger's more of the nostalgialist type himself. Huh? Isn't that right, Luger? Was für ein Ding? Right. Oh, you're a nostalgialist. You have a sensitive soul. Verbalizing emotions sure can be difficult. Ja, genau. Und ich finde die Musik wie beim ersten Teil hier genau richtig awesome. Ach ja, die haben so Dinger gemacht, ne? Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, gegen wen wir hier kämpfen. Oh Gott. Aber das ist vielleicht überhaupt nicht schlecht, dass ich Roan mitgenommen habe. Sehr gut. Ich bin verdammt Schnee. Ja, jetzt ehrlich gesagt ein paar Gegnern auf
für Weg gehen, weil ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe 7 Minuten gerade aufgenommen. Von meinem Schnitt. Deswegen. Würde ich so schnell wie möglich hier alles schaffen. Die Gefahr darauf hin, dass die Aufnahme sowieso nichts wird. Das ist wahrscheinlich der Fall dann. Warum laufe ich überhaupt mit dem Hammer um? Irgendwie zieht gar nichts hier bei den Gegnern irgendwas ab. Toll, sind alle gegen irgendwas anfällig oder immun. Warum? Keine Ahnung. How do you function? Und ich. Bleibt die Gegner verdammt viel aus. Aber wir haben trotzdem voll leichtes Spiel hier. Dich. Ja, jawohl, Zauberschutz. Ich habe sowieso das Gefühl, wir sind voll überpowered. Wow. Also wenn der letzte Kampf kommt, sind wir wahrscheinlich durch oder schon und so. Glaube ich. Gibt's doch nicht. Warum startet so lange, die zu erledigen? So, jetzt das hier. Verdammt! Das wollte ich gar nicht. Total Zerstörung. Jetzt hat er ja genannt. Sehr gut. Wir waren erst da. Ich hätte gerne so ein klares Zeichen. Bevor ich weitermache, dass der nächste Boss kommt. Hoffentlich nicht hier. Ich glaube, das war schon falsch. Nee, Gott sei Dank. Ja, ne, da unten ist der Titelbildschirm vom ersten Teil und gegen die wollte ich jetzt echt nicht kämpfen. Tschüss. Und ja, ich benutze immer noch keinen Komatos. Habe ich auch screen nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat es gar keine Auswirkung, ob ich das einsetze oder nicht. Weil, um aus den Splitterdimensionen zu kommen, muss er sich ja aufwandeln. Also muss er es ja so oder so benutzen, aber keine Ahnung. Gewissensmäßig würde ich einfach mal sagen, nein, ich benutze es nicht. Ist da irgendwas? Das war Rotes. Da! Verdammt! Was bisset ihr euch? Ich weiß nicht, ob ich gegen jeden Gegner hier schon gekämpft habe, aber ja. Ich. Einfach so. Wir müssen Link Charge um zu flüchten. Gegnergelehrter. Ach, ich muss gar nicht gegen die kämpfen, okay? Anscheinend. Ich das Gegnergelehrter geil. Ich muss gar nicht gegen die kämpfen, ich muss sie einfach nur gesehen haben. Ja, geht doch nach oben. Verpisse er sich. So, runter da. Gibt's keine Truhen und so. Bin ich ein bisschen doof. Was ist das denn? Bist du ein Vereiner? Erdelement. Ja, aber ich kann da flüchten, ne? Bewegt dich hier rüsten. Was willst du eigentlich? So. Hier? Oh, das sind Truhen, oder? Von Trank des Lebens. Wenn fangen wir, sitzt die maximale Anzahl. Ja. Ja, ihr seid ja vielleicht welche. Gib mir hier so 0815 Zeugs. Apfelgummi. Zack, zack, zack. Ja, damit. Was war hier? Orangengummi, okay. Haben wir ja unendlich viel, oder was?
Das würde ich voll geil finden. Oh mein Gott, ich werde sowas von sterben, oder? Ich habe nur beschissenes Zeug hier. Ich sollte mal echt wieder Neues kaufen. Okay, das hier. Geht ja nicht anders gerade. So, dann los. Person, von der ich ganz genau weiß, dass die jetzt kommen wird. Ja. Another uninvited guest. Mila, tell me, what are you doing here? It has been a while, Maxwell. Although perhaps not from your perspective. I hope you are willing to talk to me. I have a question for you. How laughable. Come now. What makes you think that I will suffer your foolishness again? This is far from foolishness. It's important. Silence, human. Who do you think forced me to unmake Mila in the first place? Unmake Mila? So unlike our reality, she was eliminated in this world. I don't know how you've managed to return to life, but you will fare no better this time. Those who stray from their path, who lose sight of their duty, must be unmade. No exceptions. Mila ist nicht vom Weg abgekommen. Beruhigt euch, Herr der Geister. No. Herr der Geister steht neben mir, hallo. I won't entertain objections from the very humans who led her astray. But you don't understand. If you insist on coming back from death, then I will simply remove your souls from the cycle of life forever. He's not in a cooperative mood. I hate to do this, but you leave me no choice. We will destroy you again, Maxwell. Okay, gegen Maxwell. Das war abzusehen. Oh mein Gott, der hat viel. Show me what you can do, Lord of Spirits. Schwäche gegen Wasser. Weil das ändert er, glaube ich, doch immer, ne? Au. Was? Da war ein Schlag. Was zum Teufel hat mir denn so viel abgezogen? Warte, der hat jetzt schon Overlimit. Ich glaube, der ist ein bisschen zu stark für mich. Aber was für ein komischer Zufall. In Tessus Symphonia gerade habe ich ebenfalls gegen Maxwell gekämpft. War ein geiler Zufall, was? Da müsst ihr ja sogar einen Tag später kommen, als der Kampf gegen Maxwell in Symphonia. Also zweimal Maxwell hintereinander. Verdammt. Das ist nicht so wie gelaufen, egal. Und eigentlich mit Mila und Dings. Ja, ne, ich sollte eigentlich Mila steuern jetzt. Kämpfen wir gegen Maxwell. Komm her! Au. Hilfe! How unfortunate. Was? Schwäche gegen Boden. Boden ist nicht hier. My apologies. Hilfe. My apologies. Hilfe. Ja, war kein Power Trooper. Ja, ging. Schwingende Waffe, die, ja, ich weiß ja noch nicht, jetzt jede Sekunde die Waffe wechseln. Ich kann ja auch hier. Willst du eigentlich? Herr der Geister, my ass. Verdammt! Ey, kannst du mal aufhören damit? Bleib gefälligst hier. Du bist nicht mehr schwach dagegen, du bist schwach hier gegen. Sehr gut. Meine Güte, ziehen wir viel ab. So normal. Der hat irgendwie gar keine Chance. 76
Combo gerade gehabt. Okay, irgendwie machen wir den voll zur Sau hier. Und Schwäche gegen Wind, okay. Der hat gar keine Chance gegen uns, Mann. Wir sind viel zu stark. Ah, Hilfe. Oh, und jetzt macht er uns fertig, ne? Hilfe. Nix da. Verdammt. Oh nein. Oh Gott. Meteor Storm. Oh, oh Gott. Oh. Wie mystikartig. Oh, eine. So macht man das, Herr der Geister. Wie macht das, wenn es anfällt? Ich ging Wind immer noch. Wusch. 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 Hey. Keine TP. Ah. Was? Das sah cool aus. Machen wir kurz ein paar TP. Und jetzt. Verdammt, das war nicht ich, oder? Egal. Why must we always fight? It's unfortunate. But we had to. We do what we must to keep moving forward. Yeah. Lukas steht einfach so. Ja. Stronger still. Now I have the strength to protect. An old dog can learn new tricks. Huh. How did you become so powerful? Now answer me this. What happened between you and the human, Mila Kresnik? Did it have anything to do with the creation of the schism? Where'd you hear that name? It's become ingrained in Nia Kara folklore. But the story's details have been lost to time. Ah, interesting. I see now. You must be one of her descendants. That would explain the wealth of your power. I want you to tell us everything. Did you name me after her? After Mila Kresnik? And why would you want to know the answer? That's irrelevant to the mission I assigned you. Is it wrong to ask? I want to know about myself. I want to know what went through your mind before I was given birth. You want to know. Perhaps naming you after her led to that as well. So Mila's name was derived from Mila Kresnik. Is that a safe assumption? That woman pestered me incessantly with her constant questions. Why this? How that? She wanted to know it all. The voraciousness of human curiosity seems to have no boundaries or limitations. I must say it never ceases to amaze me. In many ways, it could be defined as one of humanity's most intriguing traits. Humans never halt their quest for knowledge, even if it means risking their own destruction. They're always looking to see what's ahead. The strength of their curiosity is stunning. When Spyrix began to drive spirits and humans apart, Mila stood against it. In striving to understand spirit kind, she represented more than just human beings. She was hope. She devoted all of her energy to the benefit of spirits and humanity alike. Truly a magnificent sight. It was a slow process, but one that showed promise. In time, humans who wished to coexist with spirits flocked to her side. Thus began the Kresnik clan. And yet, I understand that Kronos didn't think much of her. Kronos did not think much of any humans. At the end of the day, he found them inadequate beings who needed to prove their worth. I get it now. So that's the reason for the Origins trial. Und was ist danach mit Mila Kresnik geschehen? Habt ihr euch davor mit... Habt ihr euch etwa mit Kr-
Kronos überworfen? Ja, was ist mit Mila Kresnik geschehen? She was driven to her death by the humans who were members of her own clan. You couldn't save her from her demise? No, I never saw it coming. Unbeknownst to me, the Kresnik clan had become poisoned by a faction seeking to exploit spirits for profit. Mila would naturally not allow that. Therefore, they conspired to kill her. I concluded that the schism was the only solution. I would divide the world and bring over select humans on the Ark. But unlike what I expected, Mila refused my invitation. Instead of coming aboard the Ark, she chose to stand with the humans who had turned against her. And you saw her actions to stay behind as betrayal. Of course, Mila had thrown in with those who would rather pursue their own selfish desires. What else was I supposed to believe? That was a rude but much needed awakening for me. When presented with great power, humans cannot control themselves. No, we learned, and you spoke with Mila about her intentions? There was no need. Or were you perhaps afraid to ask and hear her answer? Afraid to find out her motivations, her intentions, and what she truly meant to you? The power of the Four! Get away from Lord Maxwell! Now, you filthy vermin! Muse commands the Four here? What? Aren't they nice? I salvaged them from the remains of their former master. Oh man, ich schon wieder. She's the catalyst. I'll kill anyone who dares defy Lord Maxwell. Oh god. If they come back, I'll just kill them again. Because that is my sole mission. Incoming. Wir müssen abnehmen. Und jetzt kommt ein Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.